Wollen wir den Angriff übernehmen? Das war im echten Krieg auch so. Zuerst waren die Fallschirmspringer da und dann irgendwann mal kamen dann auch die Panzer. Ja, also ich glaube, die haben keine Panzermannschaft angemeldet, aber viel Logistiker. Wo spawnen wir denn gleich? In 7 Sekunden. Kirk. Markus? So, wir gehen in den Channel, okay, Freunde. Ja, viel Glück, Jungs. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Gehen wir auf Ingame, Boys? Ingame. Sound muted. Alle laufen schon mal zur AA-Position und der Bunker bleibt bei mir. Wie gedacht, schiebt einfach die Jungs von der 69. rüber und dann passt das. Sollen wir uns dann positionieren? Einfach im Graben positionieren. Im Graben und Richtung Südwest. Sie sind aber immer noch zu wenig. Hier vorne zum Graben, bitte. Zu mir. Funker zu mir. Funker, Funker. Funker zu mir. Hallo. Geht's jetzt eigentlich los schon, oder? Ja. Okay, weil es ein bisschen ungleichmäßig ist, oder? 31 gegen 15. Ich hab keine Ahnung. Ich hab die Planung nicht gemacht. Ich auch nicht. Ich bin nur die Ausführung. Wie weit ist Kraft es? Hier. Ach so. Wie immer, ne? Ihr wisst aber auch nichts Näheres, oder? Da ist ein Main, glaube ich, oder? Oh ne.
Bloody und Marcello einmal bitte vorne zur Windmühle verschieben und dort positionieren. Verstanden. Passt. Eier auf, stell dich mal einen Gruppenfutter. Ich denke, ein Squad muss einfach rüber zu dem anderen Team. Sonst passiert nichts. Wäre auch meine Idee. Und von hier raus können wir auch machen. Was am beschissensten auf dieser Map ist, dass man von diesem Cap aus hier in die feindliche Mainbase schießen kann. Hallo? Hallo. Siehst du irgendwelche Leute?
Befehl hier ab. Gibt's auf diesem Server keine Autobahn für die Teamkills? Nächste Runde, vielleicht. Yay, wir werden gleich alle den Amis rüber geschaufelt. Jungs, was soll das hier? Nee, ich heb euch nicht auf, einfach aus hier, Prinzip. Punkte. Nein, ich wurde einfach vom Funke erschossen. Ich wurde einfach vom Funke erschossen. Das ist eine Lüge. Warum zielt's auf mich? Belebt mal hier, tu mal deinen Job. Los. Ja, ja, ja. Zwei, zack, Kopfschuss. Ich hab wieder heiße Kartoffeln. So, heiße Kartoffel. Easy win. Oder auch nicht. Und wieder so eine Krone. Als kleiner Tipp, Markus, falls du keine Lust mehr hast, der Nubi ist ein echt guter Squad-Lead. Jetzt wieder ausfallen, ich hör mal lieber auf. Jungs, das machen wir schon. Markus? Hallo. Na, wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt ein richtiger Modus. Wir lassen das so jetzt. Haben wir entschieden. Okay. Das bedeutet, okay. Der Krieg beginnt bei Village Barnes. Das bedeutet, wir müssen sofort zu Eastern AA verlegen. Von dort an direkt in die Village rein. Das bedeutet, wir werden das so machen, ich werde mich gleich kurz schließen, wer wo Leute abliefert, sonst fahren wir direkt Village straight durch. Später. Gut, Jungs, Plan steht.
Wir fahren direkt durch zu Village. Sammelpunkt ist das Gebäude beim Move Mark. Dort wird eventuell dann ein Rallye oder so gesetzt. Alle so mit? Jetzt Fragen? Spawnen wir alle oder nur du und Funker? Wir spawnen alle, da es keine MSP gibt in dem Modus. Und wir sitzen alle in das zweite Fahrzeug auf. Ich fahre. Ja, klasse. Ja, cool. Was ist da passiert? Was ist als gibt? Ja, zu spät kommt dem bestraft das Leben. Ne? Ist da gerade ein ganzes gestorben? Yep. Alles klar, alles absitzen. Funker, wir setzen hier in Rallye. Der Rest rücken vor, oder? Der Rest vorrücken. Wir sammeln uns bei dem Gebäude Move Marker erstmal. Das MG zu mir. Okay, ein Typ, ein Freiwilliger eben schnell zurück zu den Docks laufen, zum Captain. Nubi, machst du das? Ich lauf los. Okay, alles klar, super. Nee, Matthias, mach das, Nubi, wir brauchen dich. Ein Fahrzeug westlich, ganz klar. Ja, ich bin Schütze, ich lauf. Ich rück nachher Munition an. Ja, Feuer frei, MG. Feuer frei. Stuart, bin dran. Den kriegst du. Einmal getroffen. Der Rest, die Straße absichern Richtung Westen, das MG Richtung Westen decken. Der Rest rund um Sicherung. Kein bei mir. Gut, den hast du. Noch ein Fahrzeug? Wenn gecapped ist, wenn der durch ist, kommt wieder zurück, ne? Ihr da bei den Docks. Check. Auch aus Richtung Westen? Ja, der Feind kommt aus Hauptrichtung West. Sucht euch eine gute Stellung. Andere Bleibt aber nah am Cap, bitte. Also sucht euch irgendwo im Haus gute Position und versucht euch eher in Deckung zu bleiben, als dass ihr dann erschossen werdet. MG ist down, die pushen mein Gebäude. Funker zu mir. Yo, man. Nice, Fahrzeug habe ich gehört. Gesehen, eher gesagt. Wie gesagt, die pushen von meiner Position aus. Von wem? MG, vorderes, ah, okay, vorderster check, westlichster. Ja. Copy. Wahrscheinlich. Bin down auf dem Dach. Ist durch. Okay. Cap ist durch, alle wieder zurück, wieder zurück. Mehrere Feinde in dem Gebäude, wo der MG-Schütze anliegt. Sandy, kannst du mich holen oben auf dem Dach? Negativ, mich hat erwischt. Leute, bleibt im Cap, sonst macht das keinen Sinn. Geht vorsichtig vor. Achtung, einer kommt jetzt bei euch ins Gebäude. Komm,
freiwillig die Logistik? Ansonsten... Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mit Logistik machen. Was? Wir sammeln uns erstmal, also momentan macht noch keiner irgendwas, das ist noch nicht geklärt. Wir sammeln uns in der Scheune und müssen erstmal den Cap durchkriegen. Achtung, Infanterie! Und der Funker am besten nicht stemmen. Du bist gerade der wichtigste Mann hier. Wo? Oh. Direkt gerade rum hier, durch die Leer. Direkt vor der Scheune. Westlich. Verstanden. Direkt voraus, Jungs. Voraus. Alle Eingänge und Ausgänge absichern hier. 50 lieber auf Hauptstraße. Punkt ist durch. Südlich kommen welche. Holst du? Okay. Ich bin auf dem Dach. Danke. Scheine. Unterwegs. Na, scheiße. Von Süden. Hier beim Gewächshaus war einer direkt an der Scheune dran. Funker da. Jake. Hier. Wo kam der her? Hier. Shit. Alles klar, versuch direkt wieder zu spawnen. Und geht langsam vor. Lauft am besten erst zu einem vorherigen Gebäude, bevor ihr in die Scheune rein. Wir verlieren den Cap. Reinlaufen, Jungs. Der Funker bleibt stehen. Ketten wieder. Direkt durch. Die fangen uns zwischen Rally und Cap ab. Okay, verstanden. So. Wir laufen von Nord oder Süd, ich weiß nicht wo. Alle kommen von Süd. Fünfmal Cap ausgeschaltet. Hat ihn erwischt. Wotan, wir folgen dir. Sehr gut. Oh, ja, hab ich ausgeschaltet. Artillerie kommt, Deckung. Alle halt, alle halt. Arti auf den Punkt. Wir haben Village. Hier ist ein Graben. Unsere Medics sind da einfach ohne Probleme vorrennen, da sind nur noch verbündete Kräfte. Südwestlich ist immer noch Kontakt. Müssen die sein. Copy. Das Gebäude mit Move Mark habe ich markiert, das besetzen bitte. Mit 2 daran. Panzer, warte, ah, bist schon dabei. Squad lead?
Hier. Wo willst du das Maschinengewehr haben? Das MG möchte ich am besten gucken, ob du da vorne Movemarker Gebäude. Achso, da wieder rein. Okay, dann geh ich da wieder rein. Infanterie aus dem Süden, Leute. Infanterie Süd, verstanden. Hab ihn erwischt, ich weiß nicht, ob es wir sind. Das MG ist im Gebäude, das kann Richtung Süden gut abdecken. Jungs, ich würde dann einbrennen. Bravo, bin ich weiterlaufen. Verschanz dich da bitte im Gebäude und halt am Ausschau. Ja, ja, ist Fahrzeug hier. Und auch Rally. Okay, check. Ja, check. Danke. Hast du den getötet? Ja, ist Gottlieb. Ja, den Baum woanders. Ja. Wie wäre es, wenn wir den Kamm hier oben sichern und ich dann als MG da oben positioniere? Welchen? Infanterie umläuft uns von Süden. Linden da, wo zwei ich gerade hinguck, gesehen. Süden. Genau. Okay, Copy verstanden. MG Richtung Süd ausrichten. Ganzes Squad, Süd. MG, Sperrfeuer, Feuer frei. Sperrfeuer halt. Infanteriemark alle aktuell, Jungs. Schaut auf die Karten. Wir sind direkt an unserem Rally. Jungs, alle drück. Die frei sind, besetzt die Gebäude Richtung Süden und unser Rally wurde zerstört. Immer noch südlich. Scheiße, im Graben hier, bei Nublumbi. Einfach gerade schmeißen. Er ist direkt von hier, Marcelo. Schaffst du es zu mir zu kommen, dann könnte ich ein Rally setzen. Dann brauchen wir nicht von der Base aus hier einen Lauf. Ich versuch's gut wie möglich durchzukommen. Dadurch, dass wir den Punkt halten, ziehen wir mindestens mehr Tickets ab. Die dürfen wir nicht verlieren, den Punkt. Auf jeden Fall brauchen wir einen Rally in 9. Ich hab'n. Ja, ist in Arbeit. Antor? Ja. Zieh dich mal, lauf mal bitte nicht so weit nach vorne, Kontakt, außer du hast. Kontakt. Okay, alles klar. Ger. Ich muss mir die Namen erstmal alle merken. Bravo? Hier. Ja. Lauf mal gleich mal selbstständig zu den Fragezeichenmarkern. Irgendwo haben die eine FOB gebaut. Irgendwo in den Positionen. Das gibt's doch nicht. Südlich sind sie immer noch. Ja, sag ich halt, haben da irgendwo eine FOB. Markus, mich hat erwischt, du musst hier den Medic von mir direkt zwei Blick holen. Sorry. Wir brauchen einen Rally. Parallel zur Straße verläuft ein Graben. Auf unserer Seite. Der Straße. Dort sind sie drin, da haben sie Rallye-Punkte drin. Ich warte, bis ich noch geholt werde, dann kann ich direkt ein Rallye machen. Welche Fragezeichen meinst du jetzt? Südwestlich oder südöstlich? Nein, wenn du meine Blicke zu meinem Dings guckst, wenn du dort rechts runter die Straße gehst in Richtung Süden. Dort ist ein Graben, dort haben sie Rallye-Punkte drin. Ich habe versucht, Granaten reinzuwerfen, auch die haben mich erwischt. Ja, ich guck mal. Okay, mich hat jetzt auch erwischt. Sonst sag mal, Squad, Squad Lead, sag mal dem anderen Squad, dass die das eine Fahrzeug zerstören soll. Oder eins verbleiben sollen, um uns abzuholen. Habt ihr zwei Leute im Süden erwischt?
Ruby, lass uns zusammen gehen, ich hab Angst allein im Dunkeln. Was? Also ohne Logi Squad, das wird schwierig. Können wir was, darf ich einen ganz riskanten Vorschlag? Ja. Dass wir versuchen, Western AA zu pushen, weil die wahrscheinlich auch ihre 2-3 Infanterie-Squads jetzt auf unserem Cap aufgelegt haben. Das ist eine gute Idee. Im Südosten auf der Anhöhe, hinterm Fluss, sind immer noch Infanteristen in den Büschen. Möglicherweise auch wir den Spawnpunkt. Guck mal, wir haben 2 Neuner-Squads. Da haben wir immer 2 normale Schützen. Dann könnte man es doch so machen, dass jeweils diese Schützen ein Logi-Team bilden. Achtung, Feindpanzer. Kann ich machen. Also hier ist nichts. Dann ohne Logi ist das verloren. Bei uns direkt kurz vorm Spawn. Ne, guck mal, Bravo to Zero. Guck mal, wo meine Markierung ist. Ja. Da rechts runter, nach Süden die Straße runter. Dort ist ein Graben daneben. Okay. Dort hocken die drin, mit Rallye-Punkten. Ich schau mal. Zumindest stand da ein ganzes Squad, als ich da aus Versehen reingerannt bin. Ja, ich sehe alle. Da hast du recht. Markus, soll ich Logi machen? Ja, 2 Leute oder einer reicht, einer reicht. Wir brauchen ja, wenigstens eine FOP. Also wir brauchen mindestens eine FOP. Ungefähr. Wie willst du haben? Ungefähr hier vielleicht. Irgendwo dort. Info an alle Farbige. Falls die Brücke nicht mehr passierbar ist, warum auch immer, dann benutzt die Furt oben beim Gebäude. Dort kommt man mit Fahrzeugen rüber. Nur mal als allgemeine. Dann können wir einen Rally Point setzen erstmal. Wir haben immer noch Feindpanzer. Feindliche Logi zerstört. Ja, der hat unseren Logi kaputt gemacht da und ich auch. Also sie wollten hier Vorbau aufbauen. Zerstört? Ja. Okay, dann läuft der Rest. Läuft jetzt zu Village. Das mit Western AA erstmal vergessen. Wir brauchen dort Unterstützung. Verstanden. Okay, wir verlegen alle zu Eastern AA. Jetzt sofort. Aber den Panzer noch zerstören. Ich hab's kapriert nochmal, aber scheiße, hat mir das hier verblödet laufen. Ist egal. Scheiße, ich hab eigentlich alle hier bei mir. Hab kein Springen mehr. Einfach da bleiben. Ja, ich bleib
Okay. Moment mal, das ist jetzt gerade neutral geworden. Wir, also wir haben noch die Chance. Naja, wir hätten vielleicht noch die Chance, das zurückzuholen. In einem kleinen Blitzangriff. Letzte Feuer nochmal ein Rally. Ja. Die liegen rings um die Scheune verteilt. Gerade im Süden. In der Obstplantage und so. Wow, hab ich mich erschrocken. Sah zuerst aus wie ein Deutscher. Na, verdammte Kacke. Mehrere Verbände südwestlich von Eastern AA auf der Position von Dubi und mir. Ziemlich exakt. Feinde genau bei der Scheune, wo wir waren. Genau drin. Also eine Stuka da, jetzt wäre wirklich geil. Haben wir ein MG, Anto? Einmal das MG, einfach Streufeuer drauf. Rally ist heiß. Ja, die rücken gerade alle in Richtung Eastern AA. Ja, das Squad 4, ach Squad 4, schon Squad 2 verlegt jetzt direkt hin. Die sind schon mit einem Wagen dort oben gleich. Wir konzentrieren uns jetzt wieder auf Village. Hab dich, komm mit. Danke. Soll das MG mal versuchen reinzubischen oder soll ich hier liegen bleiben? Nein, du bleibst hier liegen. Hier ist noch, also in der Scheune befindet sich Fahrer. Und unmittelbar auf dem Weg zu Eastern, so schräg hoch. Also ihr könntet dort ein paar abfangen, wenn ihr euch gut positioniert. Aber das hilft uns trotzdem nicht viel weiter. Wir müssen irgendwie versuchen, den Punkt zurückzuholen. Das heißt, wir müssen uns da gleich mal lösen, da wo ihr alle rumläuft. Wir sammeln uns. Mich jetzt erwischt. Beim MG. Ja, check. Scharfschütze. Da sind immer noch welche in der Scheune. Und wir haben immer noch einen Feind, sei hier. What the fuck, Alter. Endlich. Er ist zerstört. Ja, können wir jetzt nicht ändern. Fahrzeug auf der Straße. Sorry, Bravo. Sorry, sorry. Du hast mich nicht gerufen. Achtung, gerade... LOL. Ich hab deinen Namen gelesen und da war ein Feind, ey. Nochmal danke. Ich hab alle drei. Sehr schön. Okay,
könnt alle Nick freuen. Wir haben Nick. Leg dich am besten hin, wenn du mich hochholst. Anto, Feuer. Der Rally ist hot. Guck mal nach. Also, Scheune ist leer, Jungs. Pusht rein. Und ich muss wiederbelebt werden. Ja, ich habe gerade einen auf offener Straße erschossen. Die rennen hier gerade alle hinter uns lang. Hier, wo ich gerade bin, von dort aus rennen sie hoch. Eieiei. Und weiter geht's. Leute, wieso bin ich instant Boot? Dann könnte man es natürlich so machen, dass wir jetzt gleich hier, wenn wir das capped haben, das halten, uns kurz zwei einfach straight rüber rückt. Ja, so ist auch der Plan eigentlich. Aber wieso bin ich gerade durch die Tür gelaufen und instant tot? Granaten, da lagen vielleicht nur zwei. Ich bugge hier auch gerade fest. Und die haben MG in der Scheune drin. Wo sind meine? Genauere, präzise Angaben. In der Scheune, mittendrin. In welcher? Also in der Hauptscheune. Diese große, diese große Hauptscheune, ja. Ach so. Da lag gerade ein MG und hat unseren Nachweg ins Visier genommen. Betonung auf Lag, ne? Ah, das schon. Guck mal, wir sind weniger und halten das trotzdem noch ganz gut. Und gegen Amis, ne? Muss man auch noch sagen. Ami-Waffen können auf weitere Distanzen als 2 Meter nicht treffen. Spätfahrzeug fährt die Hauptstraße Richtung Ost lang. Bestätige. Cappen wir? Negativ. Wir müssen campen schnell, die verlieren AA-Position. Nutz Granaten Smoke bitte. Ah, top. Ich habe ihm einmal getroffen. Ralle ist weg, auch nur Ralle. Die sind hinten. Beim Command Vehicle. Pushen sie gerade von dort aus. Nuklumik, kannst du mich heilen? Naja, versuch mal. Danke. Achtung, mehrere Amerikaner direkt neben dem Squad-Lead, mich hat's erwischt. Also an den zwei kleinen Scheunen, genau dort. Gut, wir werden uns erstmal wieder sammeln beim Move-Marker, werden weiterhin angreifen. Eine zweite FOP, hoffe ich, kommt noch bei ungefähr bei Punkt 10. Ansonsten spawnen wir erstmal oben an der FOP und laufen zum Move-Marker. Revidiere, neuer Move-Marker, neuer Sammelpunkt. Von meinem Punkt aus kann man Villa, die Scheune ganz gut angreifen. Ganz gute Frage, wenn man die Welt startet, hat man ja so ein Startbildschirm. Da sieht man die Kirche. Wo befindet man sich dort, wo diese Aufnahme gemacht wurde? Gute Frage. Ich höre gerade im toten Bildschirm ein feindliches Funkgerät von der FOB. Man befindet sich bei diesem See ungefähr. In der Richtung, glaube ich, war das.
Ich habe vom Berg da oben mal einen MSP zerstört und man hat den im Todesbildschirm gesehen und der rauchte vor der Kirche. Ja. Okay. Ich habe nämlich gerade ein lautstarkes Ami-Funkgerät, Entschuldigung. Könnt ihr mal der Pionier vorbeischauen? Okay. Also ich bin nicht Squad-Lead, das muss das Squad-Lead entscheiden. Einer kann nochmal vorbeischauen und gucken, ob das so wirklich ist. Feindlicher Panzer bei mir. Schaffst du bist ATler. Ja, ich habe nur einen Lader. Keine Munition, leider. Er pusht jetzt gleich. Das hier ist der Arsch. Danke, Nobi. Guck mal, da wollen noch weitere den Arschgang benutzen. Ja, aber wenn die jetzt hier reinkommen, sind wir alle... Oh, Achtung, Achtung! Weg, alle raus. Von Kalette noch? Raus. Ja. Einzige, den es erwischt hat. Sieht so aus. Jo. Ja. So, sie haben jetzt bestimmt was südlich von Village. Ich sehe jetzt ganze Squad Push von Süden Richtung Scheune, Richtung große Scheune. Welche? Die auf dem Punkt oder die hintere? Ja, genau. Sie haben eine FOB. Ich höre Mörser jetzt südlich von meiner Position. Das nächste dir. Ich klär mal auf, ja. Bis zum südlichen Medic ist so gut wie alles frei. Okay, check. Dort Position halten. Beim Move Marker. Ich komm nach. Smoke südliche. Jungs, hier unten ist ein Brückenübergang. An meiner Position, das Feindsquad pusht gerade meine Position entlang. Ich habe einen erwischt. Hier ist ein Rally, hier ist ein Rally. Auf meiner Position. Wotan, hier ist ein Rally. In der Scheune ist auf jeden Fall einer, müsst ihr aufpassen. Feindlicher FOB zerstört. Achtung, nicht an der FOB spawnen. Da hängt ein Feind mit Panzer. Ich hole, ich hab feindlicher FOB zerstört hier im Süden. Verstanden. Gute Arbeit. Achso, oh, ich bin down. Ja, ich auch. Wir haben ein feindliches Schiffahrzeug in der FOB, bei der FOB. Ja, sorry, ich komme jetzt auch weg. Alles gut. Wir haben hier Lobbys, die können sich darum kümmern. Schiffahrzeug zerstört. Jetzt, wo unsere FOB steht, ich würde die umlegen. Ja, es kommt schon eine zweite FOB, keine Sorge. Sehr gut. Funker, bleib mal stehen. Die Jungs von der Glutzig wissen schon, dass das südlich nur eine Infanteriebrücke ist. Ich denke schon. Und wenn nicht, werden die es gleich merken. Schwere Fahrtgeräusche auf meiner Position, nördlich vom Platoon Command Auto. Und mehrere Feinde zwischen Wotan und dem Pionier.
Osten her zentral laufen und dann direkt das Village von Norden her angreifen. Das hat bei mir sehr gut geklappt. Ich war alleine. Hier in den Graben rein. Erlaubnis kurzzeitig auf Platoon Command zu wechseln und ein paar Bomben zu werfen. Wo willst du denn welche wechseln? Hinge, was meine ich? Einmal auf Scheune und eventuell Smoke Arty östlich davon. Nee, erstmal nicht. Verstanden. Aber auch später eventuell. Wenn sich das hier. Jo. Wenn das nicht weiterhilft, auch schon klar. Fällt auch nicht. Ja. Aber so kriege ich auch meine. Achtung, in der Scheune sind zwei, drei Mann und einer geht nach rechts auf die Straße, läuft auf der Hauptstraße lang. Komm, 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 weg von der Tür, weg von der Tür, weg von der Tür. Abi, Abi. Wo im Wasser? Und weiter geht's. Den im Süden habe ich, ich weiß nicht, wie man. Ah, MG bei mir, wie war der Arndt? Jo, bei mir, einen gehört. Wo war denn das? Hast du es gesehen? Er war genau bei mir. Auf meiner Leihe. Wir haben hier ein Browning, das von Norden reinholt. Pass auf, Nubi. Ab das Browning. Browning ist ausgehalten. Die wollen wahrscheinlich jetzt Village halten, weil sie genau wissen, dass wir East da nicht durchkommen. Ja, wir können Village vergessen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe Hauptscheine geklärt, keiner ist mehr drin. Doch einer jetzt wieder. Wenn ihr am beide Rale hier. Ja, Steifen, so Move-Marker, Rallypoint spawnen und Rallypoint halten. Dort Stellung ziehen, also nicht weiter vorlaufen. Genau wo ich und Markus liegen, da sind bestimmt mindestens zwei. Also ich habe gerade ein ganzes Squad. Ich habe gerade ein ganzes Squad in der Hauptscheune ausgeschaltet. Das ist sehr gut, du bist auch wahrscheinlich gerade der Einzige, weil alle gerade bei uns sind. Wenn ich hier fertig bin, komme ich mal zu dir in die Hauptscheune. Alles gut. Rally ist hot, die sind schon zu nah dran. Versuch den Rally zu saven. Nimm den Brack, den Brack. Wir liegen mit den Tickets ganz gut eigentlich. Dafür, dass wir 8 Mann weniger sind. Man muss das immer noch mitbedenken. Okay, die haben gerade die Scheune mit Granaten voll gepumpt, die Feinde. Sprit reicht mir, dankeschön. Die wissen nicht, ob ich noch lebe oder nicht. Nubi mit Deckung sieht gerade scheiße aus, bin tot. Nubi, der Rally ist immer noch heiß. Ja, der steht am LKW-Wrack. Südwestlich vom Rally. Rally wieder da. Bei Village macht Sinn, wirklich von Osten her über die Hauptstadt reinzukommen. Rally wieder rot, das war der Rund von mir. Das hat bei mir ganz gut geklappt. Okay, wir haben feindliche Scharfschützer in Süden von der Rally. Ja, verstanden. Jungs, wir müssen ein bisschen ruhiger werden, okay? Ich weiß, jeder will was sagen, aber bitte wartet so lange damit. Wir brauchen
auf jeden Fall ein Medic hier einmal. Weil ich das Squad-Lied umgeknallt habe. Jungs, ziehen uns jetzt alle zurück nach oben zu Eastern AA. Wir lassen den Schwebpanzer hier was machen. Botan. Direkt ja. Zu dir, Botan. Wir müssen jetzt hoch. Es bleibt nichts anderes übrig. Ich sehe von hier aus ein ganzes, dass sich südlich von Eastern AA sammelt. Ja, müssen wir pushen. Zu AA. War das nicht gerade Abpralle beim Puma? Ja, war's. Achtung, Scout auf der Straße, Feind. Ja, die ziehen gerade auch alle aus Village hoch. Wie wäre es, wenn wir einfach mal Farm angreifen? Komm runter in den Graben. Du kriegst ein Pflasterchen von mir. Du gibst dem Morphinabhängigen immer noch Morphium. Finde ich gut. Ja. Ich bin ja selbst morphinabhängig. Squad Lead. Ja. Ich bin froh, dass ihr wenigstens Ei bekommt. Wie wär's, wenn wir Farm angreifen? Wir machen einen weiten Bogen gegen Norden und greifen dann Farm. Warum willst du Farm angreifen? Weil wir dann die Verbindung da trennen, dann verlieren sie Tickets. Ich glaube, du hast das System noch nicht verstanden hier, also den Spielmodus. Du kannst Village angreifen und Eastern verteidigen. Das ist der AAS-Modus. Ja, okay. Ja, alles klar. Aber eine gute Idee, nur geht's leider technisch nicht. Aber es ist wichtiger, wir müssen jetzt alle zu Eastern AA, wie auch immer, wieder angelangen. Rally ist weg. Ja. Wir verlieren auch gesehen. FB. Ja, habe ich auch gesehen. Ich versuche einen neuen Rally zu setzen, so wie ich wiederbelebt werde. Ich brauche aber noch einen Mann bei mir. Schnell, einen Mann. Nee, ist noch gut. Ja, komm. Wir haben keine Spawn-Möglichkeiten. Ich kann dir mal helfen. Hier hab ich auch östlich von dem Lagen Feind MG. Ja, hab ich gesehen, stoppen. Wir sammeln uns alle bei Eastern in AA und halten den erstmal für eine gewisse Zeit, da wir Ticket White haben. Also keine Alleingänge mehr, außer ich genehmige die. Verstanden? Verstanden. Jawohl. Gut, dann ausführen. Wiederholt bitte, wo sollen wir uns sammeln? Wir sammeln uns Eastern AA auf der Karte, der Defend-Punkt. Wir halten uns hier im Graben auf, verteilen uns gut. Selbstständig, also ihr könnt selbstständig hier hoch und runter laufen. Feinde werden angesagt, bitte dementsprechend dann ausrichten. Darf ich als AT jetzt ein bisschen weiter westlich pushen, südwestlich? Wenn wir Panzersicht haben, darfst du das machen, aber bleib in der Nähe.
Verstanden. Und der Funker, perfekt, ist schon da. Bitte. Man hört doch schon Feindpanzer hinten bei Kirk. Ja, bei dieser Kirk. Ja, ich seh's. Geht. Aktuell kriegen wir Feind entweder unten aus dem Süden, aus Village, oder halt aus Richtung Kirk. So könnt ihr euch schon mal das positionieren. Das ist ein feindlicher Panzer direkt westlich von mir, 50 Meter ungefähr. Oh Gott, wo bist du denn ganz? Ja. Im Westen. Auf der Straße? Ja. Zerstört. Okay, Wahrnehmer markieren. Jungs, läuft gut, wir führen mit 100 Tickets. Und bedenke, 8 Mann weniger. Stell dir vor, wir wären jetzt 8 Mann mehr, dann würden wir sogar Village halten. Wichtig ist, dass wir den Chat hier wenigstens frei halten. Die gehen östlich, die gehen östlich. Rally heiß. Rally heiß und meine Bücher also, kommen sie durch den Graben, wo die ganze Zeit der Rally drin war von uns. Gut, ihr habt alle gehört, konnte man nicht überhören, richtet euch dementsprechend aus, geht kein Risiko ein, bleibt defensiv. Rally wieder sauber. Die kommen, glaube ich, durch den Arschgang. Hin und wieder mal. Ja, das MG, du hast ein Auge da drauf, okay? Ja, ich hab den genau im Blick. Halbkette bei meiner Position hier. Alter, mach alles Alter, kaputt. Wo bist du denn ganz, ey? Ja, einfach, ich markiere gar nicht erst. Das zieht nämlich Punkte, das zieht mich Punkte, darum alles kaputt machen, was ihr seht. Und wenn man bedenkt, dass wir im Fiasko ganz Anfang das ganze Squad einmal verloren haben, plus noch 5 Tickets fürs Fahrzeug. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Wiederholen? Ich sehe Infanterie im Süden. Infanterie Richtung Süd, ganz verstanden. Im Süden, versuchen uns wahrscheinlich... Gradzahl? Ich habe MG, ich markiere dir. Okay. Südost. Ich markiere dir grobe Richtung. Dort ungefähr. Dort ist grobe Richtung, in den Buschen. Verstanden. Schon mal Primitivfeuer da rein, damit wir sie haben. Ein bisschen weiter nach links. Akkurat, bisschen weiter links unten. Ich glaube, das war aber tatsächlich nur ein Infanterist, habe ich nicht gesehen. Hallo. 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 Squad Lead? Hört. Da, wo ich gerade hinschieße, das Feindinfanterie. Nochmal wiederholen, das MG stört gerade. Nochmal wiederholen. Auf Nubis Position. Copy. Wir haben welche Panzer südwestlich. Ja, der hat sich oben auf dem stationiert. Ja, ist irgendwo genau oben da. Genau, einmal auf der anderen Seite auf dem Hang. Das ist eine echt dreckige Position. Ich sehe auch ganzes Squad jetzt flankiert uns von Süden wieder. Kommt jetzt von Village Richtung Dock und pusht wahrscheinlich dann später von Süden. Vielleicht kannst du dich ja da oben um den Panzer kümmern, der steht echt dreckig.
Der Panzer steht ja, auf Delta. Delta 4-1-5. Delta 4-1-5. Der Feind muss auch einen Feindpanzer haben in Richtung Westen. Ja, den höre ich auch. Noch nicht feuern. Ich sehe da gerade nur Gezuppel. Ja, stopfen. Schießt gerade ein MG. Und der Rallye-Punkt ist heiß. Achtung, der Rallye-Punkt ist heiß und Kontakt bei Kamp mit dem Gehöft. Achtung. Sag mal Simons Kette, dass du das Feuer einstellen, der schießt auf unseren Mann. Und ich hab einen leichten Panzer auch wieder im Westen gesehen, der auf unsere Position über die Hauptstraße kommt. Ich bin down. Ja, es ist der Panzer. Jo. Mehr als dich hochholen können wir nicht machen. Bravo, ich hab Panzer markiert. Ja, hast du noch Munition? Ja, bin unterwegs. Aufpassen, Leute, mindestens 3 Mann. Einer davon. Die Stadt hier ist leider mit Infanterie besetzt, ist halt schwer durchzugehen. Fuck. Versuch umlaufen, fuck, wenn möglich. Ja, ich versuch's. Bin leider tot. Rally heiß. Bloody, leg die Dreck. Nee, ich hab ihn erwischt, ich hab ihn erwischt. Da war Rally was, Richtung Westen, bei der Kirche. Okay, jetzt ist er neuer. Ist immer noch heiß. Achtung, 3 Kilo liegt. Alle weg vom Haus. Nubi, weg hier. Weg. Alles wieder da. Okay, versucht schnell zu spawnen. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Außer wenn ich jetzt wiederholt werde. Mich schnell wiederholen, Nubi. Bitte ich, refresh. Ich bin hier im Busch direkt, aber. Möglicherweise befindet sich ein Feindpanzer in der Stadt unten. Wir brauchen dringend Medics im Punkt. Ja, weitere Infanterie im Osten im Wald. Mindestens ein MG-Schütze. Copy. Squad Leader, das lädt so gut wie keiner mehr im Punkt, da bräuchten wir dringend Medics. Ja, erst Eigenversorgung und dann kommt ihr dran. Ja, Cap ist noch okay, aber wir brauchen Verstärkung hier. Und Regroup noch 1,5 Minuten. Check. Das Panzer. In 10 Sekunden bin ich gespawnt. Magst du dich selber? Nubi, hier kannst du in den Süden laufen. Da lieg ich zum Beispiel noch. Beine bei der Mühle. Bei Fragezeichen bei der Mühle. Rally heißt. Heißt 96er. Weeps. Exakt. Rally heißt. Muss ich mich drum kümmern? Wotan, mal nach dem Rallye. Ja, genau, vor uns liegt noch einer. Ja, bin unterwegs. Meine Blickrichtung. Wieder, wo sollen wir? Warten.
vielleicht schaffst du auch da fortzusetzen. Achtung, Umtiefturm. Der Fernpanther ist aus der Stadt rausgekommen. Und wird dann, der liegt auf der anderen Straßenseite direkt vom Billy, Meine Position fällt Infanterie close. Genau südlich von Boah, das war A. knapp, ey. Spawned, umgefallen. Tut mir leid. Ja, tut mir leid, dass ich dich gerufen habe. Ja, ich musste halt in die Stadt runterwirken können und übers Feld, deswegen musste ich hier hoch. Bunker hinter dir! Hinter dir! Funker, wir treffen uns beim Rally. Ne, wir treffen uns in Kampen, in dem Gebäude. Alles klar, hier ist weitere Infanterie im Osten im Wald, einen habe ich erwischt, weiß nicht, ob noch mehr. Komm in Graben. Komm in Graben. Ja, komm zurück zum Gebäude, ins Gebäude rein. Die sind welche auf Handgranatenweitwurf. Boah. Oben an der Mühle, ganz oben an der Mühle. Okay. Jungs, auch wenn wir in Führung liegen, trotzdem ein bisschen auf die Tickets. Ja, guter Hinweis, danke. Und ein bisschen zügeln mit den ganzen Meldungen. Wenn einer was meldet, dann kurz still sein und einfach warten, bis er fertig ist. Weil sonst haben wir hier drei Meldungen auf einem Schlag und ich weiß nicht, was ich machen soll. Feinkraft im Norden. Ja, die kommen auch immer noch über den Osten aus dem Wald. Auch hier bei mir im Wald. Also östlich von unserer Rallye. Die sind bereit im Cap drin. Kein Problem. Feind bei mir, ich mach mal eben Sanit. Und einen, der den Typ wegmacht. Komm, lass uns jetzt mal einer, dann hol ich den Kollegen. Feindlicher Truck bewegt sich gerade durch die Stadt. Ja, unglaublich. Also ich bin mal südlich und versuche die Panzer bei Village zu knallen. Und ich krieg nicht mehr erlaubt, Bomben zu werfen. Da liegt einer. Krass. Hilfe, rum, der leitet nach. Schmeiß eine Handgranate rein. Der liegt da zwischen ganzem Wasser. Ich hab ihn. Du krass. Ja, oh, ich hol euch alle. Boah! Spritze reicht. Funker, zieh dich bitte zurück. Verstanden. Südlich ist ein Scouter.
Ja, ich sehe es. Ist hier ein Schütze zufällig? Schütze mit Munibox? Ah, wird schon bekämpft. Danke. Danke, Medic. Kein Problem. Und viel Spaß. So ein riesiger Fappenzaufen hier. Ein Schütze hier? Oh ja, du bist meine Rettung. Pass auf, der eine, einer ist ausgestiegen, glaube ich. Keine Muni, gar nichts. Die Scheiße. Hallo. Kein Kontakt, Kontakt, kein Kontakt. Wo ist dein Kontakt? Guck mal hier, guck mal. Ja, ich werde schon gehalten. Dann Rasio, guck mal hier. Den hier. Einfach so. Perfekt, danke. Wenn alle mir, wenn alle mir für die Nase sprengen, wenn ich... Wieder. Hat das oder nicht? Hast du es genau oder nicht? Ja, ja, ich hab's. War das das eigene oder feindliche? Funker, da bleiben, wo du bist, ich komm zu. Bitte wiederholen, ich glaube, oben im Kirchturm ist ein Sniper. Position halten. Alles klar. Haben wir eine Gewehrgranate? Haben wir jemanden? Oder haben wir jemanden, der Sprengladung setzen kann? Ja. Haben wir Pio? Ja. Ja, dann such dir mal jemanden und lauf zur Kirche und setz da mal mit irgendwas. Nee, kein Sunny. Am besten irgendein normaler Schütze und der Pio. Ich glaube, der Knecht wäre doch ganz gut, oder nicht? Artilleriefunk. Ja, ich komm mit. Also ich habe die geballte Ladung, wenn ihr wartet. 30 Sekunden bis zu Spawn. Nee, nee, Bravo, du gehst, bleibst schön weiter. Das, was du sonst machst, Bloody, der erzählt schon was. Verstanden. Offensive aus dem Westen jetzt. Ah, ich muss jetzt sehen, nicht, welche, wo die Kirche ist. Siehst du auf der Karte? Das ist nicht markiert, das ist diese, das größte Gebäude hier, westlich von. Ja, genau. Okay, alles klar, danke. Ich blende dich, komm auf zu mir. Kontakt Richtung Süd ist markiert. Die versuchen durch Arschgang, glaube ich. Ich gehe hin. Verstanden. Im Blick. Nördlich von dir, Wortan. Die ersten sind schon durch, Arschung durch. Okay, check. Ja, genau, auf meine Position. Nee, ich hab den, der dich erschossen hat, schon erwischt. Ah, oh, ich bin down. Nate, scheiße. Arschgang ist hot. Wenn er lass Reeves, mal, lass pass mal. Auf. Ich hab Blick. Achtung, da kommt einer. Ist er down? Ich hab ihn erwischt. Genau. Alles klar. Wenn ihr den Funker meint. Das MG bitte wieder auf alte Position, wenn möglich. Weil das war eine gute Position. Bin schon drauf. Hab das wieder im Blick.
versuche wieder zum Arschgang zu gehen. Nee, lass das mal bitte, denn wenn du da hockst, dann sehe ich deinen Namen und wenn du erschossen wirst, dann ist dein Name Sieh genau man. Vor dem Ding. Oh, oh. Ja, alles klar. Dann sehe ich das nicht mehr. Aber da sind noch welche. Oh Gott. Bravo, werf eine Granate rein. Danke. Na, ich hab keine. Ich glaube, ich hab. Ja, er ist tot. Dann gehen wir wieder raus. Jungs, das sieht so gut aus, Alter. Die haben nur noch 45 Tickets. Wir haben ja auch Spitzenmedics. Ne, wir sind einfach ein Spitzenteam. Wir sind einfach mal ein kompletter Clan auf einer Seite. Bloody, verzieh dich da mal, da bin ich Adi runter. Also nicht so weit da an die Straße laufen. Ich wurde aus Nahbereich erschossen. Nahbereich, MG tot. MG tot, Okay, Nubi, mitkommen. Für ein feindliches Schienengewehr. BAR oder, na doch, BAR war das. Scheiße! Fahrzeug aus südwestlicher Richtung. Funker zu mir. Ja, ja. Ich habe ihn gesehen. Da steht hier unten direkt, steht hier unten direkt über dem Marschgang sozusagen. Ist down. Feindinfanterie rückt zu unserem Rally. Alles klar, wir drei. Wir ziehen uns zurück. Zurück von dort, wo wir hergekommen sind. Aus dem Gebäude. Marsch, marsch. Also ich habe drei Schritten, glaube ich, gesehen. Rally ist hot, wir kümmern uns um. Die kommen wieder aus dem Osten, aus dem Waldstück. Achtung. Ne, die kommen meistens nicht aus Osten, sondern ich sehe die immer aus Süden rübergehen. Ja, von Süden, Süden. Und dann Achtung, von Süden in den Norden in den Wald rein. Achtung, Feind im Nahbereich, I'm ready. Keine Granaten. Danke. Noch? Oh, GG. 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 Oh, bravo, Alter. 31 GG. Kills, ey. Ich glaube, ich habe meine Medic-Leistung erfüllt, oder? Sehr, sehr schöne Runde. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Oh, ja, 8 Leute weniger und wir reißen dann noch. Oh, 28 Wiederbelebungen. Das ist doch ordentlich. Aber